herzlich willkommen, mein liebes Mitgemüse. Heute habe ich für euch ein Regrow-Experiment. Das heißt, wir ziehen aus alten Resten von Gemüse neues Gemüse. Es ist sozusagen aus dem Müll, produzieren wir wieder etwas, was wir zu uns nehmen können, was wir verwerten können. Und das finde ich einfach großartig. Das heißt, wir fangen jetzt zum Beispiel an mit so einem Salatstrunk und versuchen daraus wieder einen Salat zu bekommen. Ich mache das Ganze jetzt mit Salatherzen und mit Frühlingszwiebeln. Das eignet sich hervorragend. Das soll auch mit rote Beete funktionieren, Karotten, dann wächst das Grün nach und ach, alles Mögliche. Aber ich mache es jetzt mal mit diesen zwei Sachen. Und ja, ich nehme euch dabei jetzt einfach mal mit. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Hierzu müsst ihr das Salatherz einmal hier abschneiden, sodass ihr gut so 4 bis 5 cm habt, aus denen er auch wieder wachsen kann. Und das machen wir jetzt einmal zusammen. Entfernt auch ruhig die ersten äußeren Blätter, weil die würden eh weggammeln. Und ja, dann könnt ihr das Ganze auch schon in ein Wasserglas packen. Nun füllen wir ein bisschen Wasser in ein Glas. Nicht zu viel, der soll ja nicht komplett drin schwimmen. Ungefähr so ein bisschen. Und tun dazu jetzt unseren kleinen Stumpen hier einfach rein. Am besten wechselt ihr alle ein bis zwei Tage das Wasser und jetzt packe ich den noch an einen guten Ort. Ich habe auch eine kleine Plastikkiste, die packe ich noch darüber. Und ich zeige euch jetzt auch noch einmal, wie der Salat nach ein paar Wochen ausschaut und wie es dann weitergeht. So, ich bin jetzt mit euch hier auf dem Dachboden und da habe ich nämlich gerade mein Regrow-Gemüse. Und da wollte ich euch jetzt mal was zeigen. Eine Pflanze musste ich gerade leider wegwerfen, die war vergammelt. Aber hier habe ich zum Beispiel diese kleinen Frühlingszwiebeln hatte ich hier abgeschnitten, da wo das Weiße aufhört, hier. Und die sind jetzt einfach nachgekommen. Und die werde ich jetzt auch bald einpflanzen. Die sind jetzt ungefähr, ja, eine Woche alt. Und guckt mal genauer hin, da kommt schon so ein kleiner neu. Also die wachsen halt einfach weiter und dann kommt dann noch so ein zweiter raus. Und mega toll, das habe ich hier mit der auch. Die ist schon ein bisschen älter. Und die hatte ich auch hier abgeschnitten, hier wo das Weiße aufhört. Und ja, seht doch, was da passiert ist. Bald habe ich wieder neue Frühlingszwiebeln. Sogar Schnittlauch, sagen wir es ja. Eher Frühlingszwiebeln. Und hier ist unser Glas von eben. Da habe ich jetzt Wasser reingetan. Und jetzt zeige ich euch, wie so ein Salat aussieht nach ungefähr fast 2 Wochen. Und der wird dann auch eingepflanzt und ja, abgeschnitten. Hier werden halt mal so ein paar Blätter so ein bisschen klebrig und so ein bisschen glibberig. Das ist aber total egal. Das wird dann auch so eingepflanzt und das mache ich gleich mit euch. Aber schaut mal, wie cool das ist. Und dann möchte ich halt auch mal gucken, wie lange sich sowas hält, wenn ich das immer wieder abschneide oder immer nur so ein paar Blätter entnehme. Und einfach mega, mega cool. Das ist ein tolles Experiment. Und hier habe ich noch einen, da kommen die Blätter gerade so raus. Seht ihr das? Da fängt es halt an. Also gerade hier ist der Cut und hier tropft hier gerade alles voll. Egal. Aber hier kommt es dann so schön raus, wie ihr das sehen könnt. Mega witzig. Und irgendwie auch total faszinierend. Und der ist jetzt, glaube ich, so 4 Tage da drin oder 3 Tage. Und schon sieht man halt, dass das Wachstum einfach anfängt. Ja, ich würde sagen, ich warte noch 1-2 Tage und dann pflanze ich jetzt. Dann müssten ungefähr 2-3 Wochen um sein und dann kann ich die kleinen Pflänzchen einpflanzen, also zumindest den großen Salat und die Frühlingszwiebeln. Das mache ich natürlich auch mit euch zusammen, aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen warten und deswegen spulen wir mal 2-3 Tage vor. Ich wollte euch zwischenzeitlich noch einmal kurz das zeigen, wie ich das hier mit dem Gewächshaus gemacht habe. Also Gewächshaus. Und zwar habe ich hier einfach eine Plastikkiste genommen. Hier habe ich eine Mülltüte genommen, die ist übrigens biologisch abbaubar, voll toll. Ganz spezielle Mülltüten, die ich da gerade benutze. Und habe da einfach die Gläser drunter gestellt. Und das wirkt halt dann wie so ein kleines Gewächshaus. Hier kommt übrigens vom Dachboden super Licht drauf. Das ist der Standort, den ich gewählt habe. Und natürlich braucht man das nicht. Aber ich dachte, ich habe es da. Es ist nicht benutzt. Und dachte ich mir, warum nicht einfach machen und sich hier so eine kleine Ecke einrichten. Auch bin ich ein bisschen faul. Und zwar jedes Mal, wenn ich Wasserwechsel mache, alle 2 Tage, dann schmeiße ich das Wasser in diesen Eimer. Und habe bereits vorbereitet aus einer Gießkanne Wasser. Und das schütte ich dann da einfach rein. Also ich bin etwas faul.
und laufe nicht mit jedem Gefäß einzeln ins Badezimmer. Jetzt schaut mal, was daraus alles geworden ist. Hier haben wir meine Frühlingszwiebeln. Wie toll die schon gewachsen sind. Wie gesagt, die waren bis zu dem Weißen dahin abgeschnitten. Und jetzt da, wie wunderschön. Die sind noch nicht so alt, die ziehe ich gerade nach, aber ich wollte euch unbedingt zeigen. So sieht einer aus, der eine Woche alt ist. Der ist ungefähr 2 Wochen alt. Und so sieht das Ganze dann nach 4 bis 5 Wochen schon aus. Ich habe die jetzt heute umgepflanzt. Ich glaube, wir haben Woche 4 oder 5. Ich weiß nicht mehr so genau. Aber ihr merkt das schon, wenn da einfach schon sehr viel Salat rauskommt. Und die kippen gerade um. Vielleicht nicht die beste Konstruktion, aber ich wollte nicht so viel Wasser reinpacken. Packt nie zu viel Wasser rein. Das war jetzt meine Erfahrung, weil sonst schimmeln die Blätter irgendwie weg. Aber weggeschimmelte Blätter einfach, also die werden so ein bisschen sipschig, die schimmeln nicht gleich, aber einfach wegwerfen. Ich finde einfach diese Frühlingszwiebeln so mega cool. Die riechen auch extrem, finde ich immer. Und ich bin da eigentlich total happy darüber. Und ja, noch ernte ich es nicht. Ernten würde ich das Ganze jetzt erst, wenn es irgendwie, weiß ich, noch weiter wächst. Und ich würde halt gucken, dass ich mal versuche, so 2, 3 Blätter immer nur abzupflücken und ab und zu pflücken. Ich möchte mir eigentlich einen Pflücksalat ziehen, den dort als Pflanze halten und mir ab und zu mal für meine Smoothies oder so ein Salatblatt abpflücken. Finde ich mega cool. Aber Pflücksalat müsste ich mir tatsächlich mal irgendwie einen kaufen und den dann wieder hochziehen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Vergesst bitte nicht, mich zu abonnieren. Und daneben, neben dem Abo-Zeichen, ist auch so eine Glocke, die könnt ihr aktivieren. Es gibt jeden Dienstag und Samstag ein Video. Also schaut rein und ich freue mich bis zum nächsten Mal.